Die Stadt Güssing und das Land gestalten in enger Abstimmung aktiv die Zukunft der Stadt. Der Unterschied könnte nicht größer sein. Bürgermeister Vinzenz Knorr und sein Team entwickeln gemeinsam mit Landeshauptmann Magister Hans-Peter Doskozil konkrete Projekte für die Zukunft von Güssing und setzen sich konsequent um. Die ÖVP hingegen hat nur ein Thema: Parteipolitik und alles schlechtreden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, liebe Carina, lieber Martin, liebes BKF-Team, darf euch recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz hier im Stadtamt Güssing recht herzlich begrüßen. Zum Thema Güssing und Land gestalten in enger Abstimmung aktiv die Zukunft der Stadt. Vielleicht eingangs einige Bemerkungen meinerseits, meine Funktion betreffend. Sie können mir glauben, dass ich nach mehr als 23 Jahren im Güssinger Gemeinderat, davon über 8 Jahre jetzt als Bürgermeister dieser Stadt, schon ein Gefühl bekomme, was die Menschen unserer Stadt brauchen, was sie sich wünschen und was sie bewegt, worüber sie reden, was ihnen wichtig ist und was sie gut finden und natürlich auch, was sie schlecht finden, was die Vereine brauchen und damit sie ihrem Zweck und ihren Aufgaben nachkommen können. Man entwickelt in diesen Jahren mit dem Kontakt zu den Menschen ein Gespür, was man ernst nimmt, was man sich zum Herzen nimmt, was an einen herangetragen wird und was man schnell erledigen muss, damit man rasch helfen kann. Natürlich gibt es auch Situationen, die ich nicht verhehlen möchte, die sehr schwierig auch sind für einen Politiker, wo man zuerst einmal etwas runterschlucken muss, das verdauen und teilweise dann natürlich auch einen sehr, sehr breiten Rücken braucht. Das ist eben so in der Politik. Aber im Laufe der Zeit entwickelt man natürlich Erfahrungen, Entschuldigung. Vergessen. Gut. Man entwickelt natürlich auch einen gewissen Erfahrungsschatz mit dem Umgang mit den Menschen, aber auch mit den Kollegen im Gemeinderat und natürlich auch mit seinen politischen Mitbewerbern, welche Anliegen wir sofort sozusagen erledigen können, was kann auf Gemeindeebene passieren und welche Dinge muss man natürlich auch ans Land weitertragen, weil man die Unterstützung des Landes braucht. Und diese Unterstützung des Landes, kann ich sagen, ist für uns, für die Stadtgemeinde Güssing, beim vorigen Landeshauptmann und auch jetzt beim derzeitigen in guten Händen. Es war für mich persönlich auch das Glück, muss ich sagen, dass ich 5 Jahre im Landtag tätig sein durfte und in dieser Zeit natürlich Netzwerke aufgebaut habe in die verschiedensten Büros in der Landesregierung. Und natürlich nützt man diese Netzwerke, die man sich aufgebaut hat, für die Anliegen der Gemeinde. Es geht ja immer um die Anliegen der Gemeinde. In erster Linie geht es natürlich um den finanziellen Aspekt. Und diese Netzwerke nütze ich bestens, glaube ich, und natürlich auch mit dem derzeitigen Landeshauptmann, den ich ja schon aus seiner Zeit als Büroleiter vom Landeshauptmann Niesl kenne. Und das ist der richtige Weg, glaube ich, dass man diese Kontakte zur Landesregierung pflegt in einem sachlichen, normalen Stil, um dann auf diese Netzwerke zurückgreifen zu können und das Bestmögliche für Güssing herauszuholen. Ich möchte jetzt einige Dinge hier ansprechen, nicht die aus der früheren Vergangenheit, sondern Themen, die derzeit in Umlauf sind oder auch erst kürzlich gestartet würden, zum Thema Unterstützung des Landes Burgenland bzw. durch den Landeshauptmann und die Regierungsmitglieder. Die Bezirkshauptmannschaft Güssing wurde ja mit 20 zusätzlichen Arbeitsplätzen für die Stadt Güssing im Bereich der Landesverwaltung durch Positionierung der Strafabteilung für ganz Burgenland in Güssing zentriert. Diese 20 Personen werden im Technikum untergebracht. Dort wird jetzt dann auch eine eigene Abfahrt seitens des Landes errichtet, sodass man ordentlich zufahren kann und nicht von der hinteren Seite, wie es derzeit der Fall ist, über die Biogasanlage zufahren muss. Im Jahre 2020 wurde dann die WIBUG Süd im Technologiezentrum in Güssing, eine Außenstelle der Wirtschaft Burgenland, errichtet. Von diesem Standort aus werden die Wirtschaftsförderung und zukünftige Betriebsansiedlung für das gesamte Südburgenland abgewickelt. Dadurch würden natürlich zusätzlich mehrere Arbeitsplätze geschaffen.
Gleichzeitig wurden Büroräume und Unterstützung für Start-up-Unternehmen hier im Güssing geschaffen, um direkt Impulse für junge und innovative Unternehmer zu tätigen. Die meisten von euch werden ja da dabei gewesen sein bei dieser Präsentation des Start-ups. Auch die neu gegründete Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH hat als Standort das Technologiezentrum in Güssing. Dadurch haben wir wieder einige Arbeitsplätze geschaffen für Buschauffeure und Bürokräfte. Und mit dieser landesgeführten Buslinie von und nach Graz werden nicht nur Impulse im öffentlichen Verkehr und für Pendler gesetzt, es sollen auch Menschen aus Graz und Umgebung in Südburgenland und nach Güssing gebracht werden. Es soll sich halt eine Art Tourismus entwickeln. Eines der Aushängeschilder des Kultur- und Tourismusbereiches der Stadt Güssing ist der Güssinger Kultursommer, der in die KBB eingegliedert wurde. Was bewirkt das? Dass der Betrieb des Güssinger Kultursommers abgesichert ist und natürlich die Qualität des Marketings, das über die KBB jetzt erfolgt, gestärkt wird. Ein weiterer wichtiger Punkt, wie sehr das Land auf die Stadt Güssing setzt, ist, dass per Gesetz der Sitz des neuen Tourismusverbandes Südburgenland in Güssing sein wird. Und von hier aus werden Impulse und Ideen im Bereich des Tourismus für das gesamte Südburgenland umgesetzt. Dafür ist es auch nötig gewesen, dass wir hier im Rathaus beim Umbau das Tourismusbüro neu umgestaltet hat, das im Eingangsbereich linker Hand jetzt liegt, zugänglich ist über den Haupteingang und hier für das Tourismusbüro ein modernes, neues, neu renoviertes Gebäude zur Verfügung steht. Das heißt, wenn man hier reingeht, sich natürlich auch wohlfühlen kann und hier ordentlich sozusagen beraten wird. Und diese drei Bezirke jetzt zusammengeschlossen wurden und hier ist sozusagen das Büro für den Südburgenland Tourismus eingegliedert wurde. Im Jahre 2019 wurde der Strukturplan bezüglich der Krankenhäuser neu gemacht und von da weg wurde eine Standortgarantie für den Bestand des Krankenhauses Güssing gemacht. Wer in den letzten Zeiten vorbeigefahren ist am Krankenhaus Güssing, wird gemerkt haben, dass es hier verschiedenste Neubauten und Umbauten gegeben hat. Ein großes MR-Gerät wurde gekauft und in ein Gebäude eingegliedert. Es wurde der Parkplatz neu gestaltet. Es wurde im vorigen Jahr noch die Eindeckung des Daches neu gemacht und man plant natürlich jetzt auch einen Neubau von Wohnungen für das Krankenpflegepersonal am alten Standort. Die Pläne sind schon vorhanden und die sollen in nächster Zeit umgesetzt werden. Das ist dort, wo die alten Wohnungen des Krankenhauses, Pflegepersonals waren, wenn man Richtung Großmühlbisch rauffährt, auf der rechten Seite. Dort soll das entstehen. Und natürlich durch die Strukturreform kommt es zu neuen Abteilungen für Akutgeriatrie und Remobilisation. Und das ist wichtig für den Standort des Krankenhauses Güssing, weil hier es zu Spezialisierungen kommt und die zwei großen Krankenhäuser, die jetzt Schwerpunktkrankenhäuser Eisenstadt und Oberwart sind, aber durch diese Strukturreform auch alle anderen Krankenhäuser in Güssing eine Standortgarantie erreicht haben. Vielleicht dann noch zusätzlich zu diesen Dingen, die ich jetzt genannt habe, ist ja natürlich auch erwähnenswert, dass jede Gemeinde versucht, das nötige Geld für Investitionen, für Neuerrichtungen und so weiter aufzustellen. Natürlich ist das auch wichtig, dass man hier auch die Unterstützung des Landes hat, der Landesregierung. Wir wurden in der ersten Periode, wo wir die Mehrheit hatten im Gemeinderat, großartig und großzügig auch vom Landeshauptmann Nissl hier unterstützt. Und diese Unterstützung setzt sich natürlich auch mit dem derzeitigen Landeshauptmann fort. Vielleicht nur einige Zahlen. In den letzten drei Jahren, 2018 bis 2020, hat unsere Stadt an Bedarfszuweisungen in der Höhe von 635.000 Euro bekommen. Zusätzlich
haben wir vom Landeshauptmann über 1 Million, ganz genau 1.031.000 an Sonderbedarfszuweisungen für Projekte bekommen. Alleine für den Umbau des Rathauses, das am Ende des Jahres abgeschlossen sein wird, gibt es einen Zuschuss in der Höhe von 600.000 Euro. Wir hätten vieles nicht umsetzen können oder könnten vieles nicht umsetzen, wenn wir nicht diese tolle Unterstützung und den guten Kontakt zum Land Burgenland hätten. Fazit daraus aus diesen Dingen, natürlich möchte ich hier noch dazu anmerken, dass es natürlich auch Vereinsförderungen seitens des Landes gibt, wo auch unsere Vereine großartig unterstützt werden und die Gemeinde dann zusätzlich unterstützen kann, was alles auch für die Vereine sehr, sehr wichtig ist, dieses Geld, das sie vom Land bekommen. Wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, das kann man ungeniert sagen, wenn man mit offenen Augen durch Güssing geht, sehr, sehr viel gemeinsam mit dem Land in vielen Bereichen, aber auch wir als Gemeinde geleistet und haben noch weitere Projekte in Planung. Wir sind natürlich froh, dass wir so eng mit den Landesverantwortlichen abstimmen können und hier agieren können. Es ist nicht nur der direkte Kontakt zum Landeshauptmann oder zu den Regierungsmitgliedern, sondern wir haben ja auch jemand, ein Sprachrohr für die Gemeinden des Südburgenlandes, das ist der Bürgermeister Kollege Schabhüttl aus Inzenhof, der im Büro vom Landeshauptmann für die Gemeinden zuständig ist. Das ist einmal der kürzeste Weg, um hier ans Land zu kommen. Der nächste Weg führt natürlich dann über den Landeshauptmann, über die Regierungsmitglieder, wo man dann natürlich die Gespräche sucht und versucht, dort seine Dinge zu präsentieren und natürlich dann auch um Unterstützung zu bitten, die, muss ich sagen, immer gewährt wurde. Mein persönlicher Zugang ist, dass man Politik, die meisten, die mich kennen, und ich glaube, das sind die meisten Güssinger, die mich als etwas, glaube ich, ruhigen, sachlichen Menschen kennengelernt hat, der nicht sehr leicht in die Höhe zu bringen ist. Es wird auch wahrscheinlich daran liegen, dass ich 41 Jahre als Lehrer tätig war und versucht habe, hier das natürlich auch so weit wie möglich in einer ruhigen, sachlichen Art rüberzubringen. Sollten mir mal die Nerven durchgegangen sein, dann war das 2 Minuten später vergessen und die Schüler konnten wieder auf die sachliche Art, meine sachliche Art zurückgreifen. Und diese sachliche Art möchte ich natürlich auch weiter so beibehalten. Es liegt mir fern, irgendjemanden persönlich zu beleidigen, unter der Gürtellinie zu schlagen, weil ich glaube, in einer Stadt mit 3.700 Einwohnern, wo jeder jeden kennt, ist es nicht nötig, hier Verunglüpfungen zu machen, zu schimpfen oder unter der Gürtellinie zu schlagen. Das ist meiner Meinung nach eine Sache von Charakterstärke, dass man das nicht macht. Natürlich gibt es Debatten in Gemeinderäten und verschiedenste Ansichten, Meinungen zu Dingen, die man ja natürlich argumentieren muss, aber auch zur Sprache bringen muss. Nur es ist immer so, der Ton macht die Musik. Und es gibt halt eben Menschen, bei denen der Ton etwas lauter ist oder etwas anders, wie es meiner ist und der meiner Fraktion. Wir sind gewählt, um zu arbeiten und das in sachlicher, ruhiger Art. Man kann argumentieren, man kann diskutieren, man kann Gegenvorschläge bringen, aber das muss in einem normalen Ton sein. Und natürlich ist es auch Wesen der Demokratie, dass in manchen Bereichen dann die Mehrheit entscheidet. Wir waren auch lange in der Opposition, haben auch den einen oder anderen Mehrheitsbeschluss über uns ergehen lassen müssen, aber sind deshalb nicht ausgerastet und haben die wild um sich geschlagen. Jetzt habe ich erklärt, welche Möglichkeiten oder welche Dinge vom Land für uns geleistet wurden und werden. Diese sind sehr, sehr wichtig für Güssing. Ich würde mir auch schon etwas mehr Unterstützung der Stadtgemeinde durch den Bund freuen. Wäre auch mein Ersuchen an die ÖVP Güssing, hier ihre Kraft positiv für Güssing einzusetzen, denn
ich muss mir schon teilweise in dieser Legislaturperiode die Frage stellen, was haben Sie bis jetzt für Güssing erreicht oder was haben Sie zusammen mit dem Bund für Güssing geleistet? Vielleicht ein Sidestep, weil wir gerade schon darüber gesprochen haben, weil es um diese Teststraßen, Impfstraßen geht, die im ganzen Land momentan halt vom Land vorgegeben und jetzt einige Ortschaften das auch mitgemacht haben, auch Güssing hat sich da beteiligt. Ich frage mich, wenn der Bund zuständig ist fürs Gesundheitswesen und die Verordnungen macht, was alles passieren soll, dann frage ich mich, warum der Bund nicht irgendwann mal eine Impfstation macht oder eine Teststation. Es würde sich bei uns in Güssing, die Kaserne Güssing, bestens anbieten. Ein großer zentraler Ort, wo man das durchführen können mit dem nötigen Sanitätspersonal, das vorhanden ist, unterstützend durch die Gemeinde sicher kein Problem, ob administrativ oder auch im medizinischen Bereich, weil wir schaffen sie auch, aber nur in kleineren Rahmen die Gemeinde. Das wäre zum Beispiel mein Anliegen, dass man vielleicht das auch einmal auf die Schiene bringen könnte. Es wäre ein Image, positives Image fürs Bundesheer. Ich glaube, die Bundesheerler wären sicher bereit, das zu tun, weil sie das sehr, sehr gerne für die Bevölkerung machen, in Güssing vollkommen integriert sind, haben uns auch natürlich dann beim großen Hochwasser 2009 geholfen, also sie sind fürs Helfen bereit, nur muss man sie halt dementsprechend einsetzen. Das einmal zum Thema Verhältnis Stadtgemeinde Güssing zum Land, das sehr, sehr positiv ist. Dann jene Projekte, die wir in nächster Zeit vorhaben, die schon auf Schiene sind, um umgesetzt zu werden. Wir sind derzeit dabei, die größte Bildungsoffensive für unsere Jugend in Güssing zu starten. Bildung ist etwas Wichtigstes, das wissen wir alle, Ausbildung auch. Und ich glaube, dass im Anschluss an diese hoffentlich bald zu Ende gehende Pandemie wieder die Wirtschaft in Schwung kommen sollte und muss. Und dazu ist wichtig, dass die Menschen gut ausgebildet sind. Gute Ausbildung heißt nicht nur gutes Lehrerpersonal oder Kindergartenpersonal. Es ist auch wichtig, dass das in einem Rahmen stattfindet, wo sich die Kinder wohlfühlen können, wo aber auch aufgrund der neuesten Dinge, wie unterrichtet wird und Bildung erfolgt, auch gearbeitet werden soll. Deshalb haben wir uns entschlossen, eine neue Volksschule zu bauen, eine neue allgemeine Sonderschule und eine neue Musikschule. Die sollen alle in einem Gebäude unterkommen. Das ist das neu zu errichtete Gebäude zwischen dem Gymnasium und der Mittelschule. Das ist der eine große Brocken, der sehr, sehr viel Geld kosten wird, aber diese Investition ist nötig und sicher auch wichtig für die Region, für unsere Stadt und für unsere Jugend. Gleichzeitig kommt es aber auch zur technischen Sanierung der Mittelschule, die natürlich auch schon in die Jahre gekommen ist, schon einige Male, zweimal glaube ich, saniert wurde, das erste Mal vor etlichen Jahren oder Jahrzehnten, weil wir das Problem des Flachdaches damals gehabt haben und mit der Zeit ist dann eigentlich immer wieder etwas durchgegangen. Da war die große Investition, dass man ein kleines Dach draufgesetzt hat und seitdem ist das eigentlich behoben, dann kam der Wärmeschutz außen drauf, weil halt in der damaligen Zeit, als diese Schulen gebaut waren in den 70er Jahren, also der Ölpreis sehr niedrig war und man hat geglaubt, man wird sich das alles leisten können. Und das, was jetzt kommen soll, in drei Jahresetappen, das heißt immer in den großen Ferien, damit der Schulbetrieb nicht gestört wird, ist eine Sanierung der Haustechnik, das heißt Heizung, Sanitäranlagen, elektrische Leitungen, soll alles erneuert werden. Hier sind wir natürlich mit den Sprengelbürgermeistern immer wieder in Gespräch gewesen, weil die Sprengelbürgermeister an diesem Projekt ja mit beteiligt sind. Über die Anzahl der Schüler, die sie haben, zahlen sie ja hier mit. Das sind diese zwei großen Projekte, die derzeit in der Umsetzungsphase sind. Sie werden in den nächsten Monaten umgesetzt. Für das neue Schulgebäude, das auf dieser Liegenschaft zwischen Ecole Gymnasium und Neue Mittelschule errichtet wird, haben wir einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Und dieser Architektenwettbewerb ist europaweit ausgeschrieben worden. Und es haben sich 17 Architektenteams beworben. Die Jury hat dann eine Entscheidung getroffen, hat 8 Architektenteams gereiht
Und diese 8 Architektenteams hatten mit uns eine, mit der Jury, mit dem Juryvorsitzenden, das ist der Architekt Kugler, dann das Team Wachter, das heißt uns als betreut im technischen Bereich. Ich bin hier der Stellvertreter in diesem im Juryvorsitz und der Schriftführer, unser Oberamtsrat Glatter, eine Vorbesprechung. Und jetzt haben Sie bis zum 26. März Zeit, Ihre Projekte abzuliefern. Dann wird die Jury im April tagen und dann wird ein Gewinner des Wettbewerbs ermittelt und eine Reihung aller weiteren Wettbewerbsbeiträge durchführen. Bevor wir zu diesem Wettbewerb gekommen sind, hat es natürlich eine Vorbesprechung gegeben mit allen, einige Vorbesprechungen mit den drei Schulleitern dieser Schule, um den Raumbedarf zu besprechen, was brauchen wir alles. Hier ist das alles eingeflossen, was die drei Direktoren, also die Volksschuldirektoren, die Mittelschuldirektorin, also in dem Fall auch Sonderschuldirektorin gleichzeitig und der Musikschuldirektor hier geglaubt haben, was sie brauchen an Raumbedarf, ist alles in dieses Konzept eingeflossen, das wir dann an die Architekten übermittelt haben. Es hat dann auch die Frage gegeben, ob wir es eventuell schaffen könnten, dass es einen Übergang in die neue Mittelschule gibt oder in die Sporthalle, weil die Sporthalle ja der Stadtgemeinde Güssing gehört, teilweise von den Schülern der Mittelschule genutzt wird für den Turnunterricht und wir geglaubt haben, naja, vielleicht ist es günstiger, wenn man die Volksschulkinder und die ASO-Kinder im Turnsaal der Hauptschule oder in der Sporthalle unterrichten könnten, den Turnunterricht dort stattfinden zu lassen. Es ergibt sich, hat sich aber dann auch die Frage ergeben, dass wenn wir einen Übergang brauchen, dann muss der winterfest und so sein, dass man trockenen Fußes sozusagen in diese Turnsäle und Turnhalle kommt. Wir haben dann vom Diplom-Ingenieur Wachter nachrechnen lassen, was uns das kosten würde oder ob es günstiger wäre, einen Turnsaal dazu zu bauen. Mittlerweile ist es so herausgekommen, dass es ein Turnsaal günstiger ist wahrscheinlich wie dieser Übergang, den man schaffen sollte. Und daher ist dann die Entscheidung gefallen, dass wir heute auch bei der Volksschule und bei der Sonderschule einen Turnsaal bauen, damit die sofort durch das eigene Schulgebäude in den Turnsaal kommen sollen. Das war bei den Vorbesprechungen so der Tenor. Weil auch in Diskussion steht, von der ÖVP Anbau an die der Schule, an die neue Mittelschule. Wir haben mit der Frau Direktor Buchnitsch gesprochen bezüglich des Raumbedarfs der neuen Mittelschule. Es ist so, dass sich in den letzten Jahren ja sehr, sehr viel entwickelt hat. Im Vergleich zu den 70er, 80er Jahren, als ich begonnen habe, dort zu unterrichten, da war von einer Bibliothek eine Karette, es hat keine Computer damals gegeben, so sind diese Räume, obwohl wir früher mehr Klassen gehabt haben, sind Nachnutzungen erfolgt. Wir haben dort zwei Computerräume, es sind neue Lernbereiche dazu, Roboting und kreatives Gestalten, die Nachmittagsbetreuung, Betreuungszimmer für jene Kinder, die heute eine persönliche Betreuung brauchen. Und was in den letzten Jahren wieder passiert ist, man hat ja zuerst diese Leistungsgruppen wieder abgeschafft in der neuen Mittelschule und jetzt gibt es aber wieder die Teilung. Das heißt, man braucht ja diese Räume, sind alle, werden alle gebraucht. Wir haben in der neuen Mittelschule in den letzten Jahren auch investiert in einen neuen Physiksaal. Wir haben eine neue Küche dort gemacht. Wir haben erst im vorigen Jahr, glaube ich, 40.000 Euro neue Computer angeschafft für die neue Mittelschule. Das heißt, in Bildung und Ausbildung wird von uns sehr, sehr viel investiert. Dass es aber dort noch einige Räume gibt, die wir auch für die Musikschule nutzen wollen, haben wir mit der Frau Direktor besprochen, dieses Raumangebot. Wir haben hinten den Musiksaal, wir haben zwei andere Räume, wo für die Schüler der NMS sozusagen auch der Musikschulunterricht stattfinden kann. Wenn die am Nachmittag eine Stunde haben, wegen Klavier, im Musikzimmer ist ein Klavier, geht der Schüler der NMS zurück in den Musiktrakt, sagen wir so, und Handwerksland und kann dort, ohne dass er das Gebäude verlässt, auch den Unterricht folgen und dort auch erhalten.
Was wir noch abgecheckt haben, weil wir ja immer vom Schulzentrum gesprochen haben, es könnte in ferner Zukunft, glaube ich, vielleicht auch dazu kommen, dass die Schule wieder, dass es eine ganztägige Form gibt. Dann ist natürlich die Verköstigung der Schüler etwas Wichtiges. Bis jetzt war es so, dass die Nachmittagsbetreuung, entweder wurde das Essen angeliefert, wie in den letzten Zeiten, in früheren Zeiten war die Möglichkeit, als im Kulturzentrum noch ausgekocht wurde, dann sind sie halt ins Kulturzentrum gegangen. Aber wenn wir jetzt die Volksschule und die Sonderschule und die NMS dort haben, dann gibt es aber die Möglichkeit, das hat mir die Frau Direktor Schneemann bestätigt, dass sie in ihrer Küche, die sie ausgerichtet hat, wo man auch Betriebsküchen lernt, wie man sowas umgeht, zwischen 220 bis 250 Mahlzeiten ausgeben könnte. Das heißt, dieses Schulzentrum würde ein richtig wahres Schulzentrum sein, wo alle Schulen sozusagen auf einer Location sind, aber auch Synergien genug können. Ob das jetzt das Essen in der Ecole ist oder ob das das gemeinsame Nutzen des Sportplatzes, der der Stadtgemeinde gehört, mit allen anderen Schulen, ob das jetzt auch der Tennisplatz unseres Tennisvereins ist, wo man Tennis stund vielleicht der eine oder andere Tennisfunktionär einmal als Turnstund holt, weil alle Vereine suchen ja nach Nachwuchs und das wäre die Chance, das dort auch im Zuge des Unterrichtes zu präsentieren, weil auch die Sportanlagen alle dort im Bereich dieses Schulzentrums vorhanden sind, wobei ein Teil natürlich dieser Sportanlagen der Stadtgemeinde Güssing gehören, andere dem Bund, aber ich glaube für uns, für die Bildung unserer und Ausbildung unserer Jugend, glaube ich, braucht man nicht der Bundesmarschall aufhängen auf dem Euro oder Landesmarschall oder Gemeindemarschall, das ist alles Steuergeld und das sollte so bestmöglich und mit so vielen Synergien wie möglich durchgeführt werden. Diese technische Sanierung der Mittelschule, also Haustechnik, Heizung, Sanitär plus Elektrik, wird in drei Phasen erfolgen oder soll in drei Phasen immer im Jahr heuer beginnen, 22, 23 immer in den Ferien, damit der Unterrichtsbetrieb nicht gestört ist und dann sozusagen werden die Sanitäranlagen, Elektroinstallationen heuer beginnen mit der Heizung alles komplett erneuert, eine Generalsanierung im Bereich der Haustechnik. Die Planungsarbeiten für das neue Schulzentrum können dann spätestens nach der Jury-Sitzung im April stattfinden, beginnen und nach erfolgter oder erteilter Baubewilligung und erfolgreicher Bauträgerausschreibung können Anfang 2022 dann die Bauarbeiten starten. Das heißt, wir planen, nachdem der Architektenwettbewerb abgeschlossen ist, das Siegermodell ermittelt wird, natürlich eine Ausschreibung, Bauträgerausschreibung, damit wir dann in diese Phase kommen können, wo dann das vergeben wird, um die Schule dann Anfang 2022 zu bauen, beginnen zu können und dann 2023 abzuschließen, diese Errichtung dieses neuen Schulgebäudes. Vielleicht noch einige Dinge, habe ich schon gesagt, zum Krankenhaus und Ausbau und Standortgarantie. Ich finde es eigentlich traurig, wenn hier sichtbar geworden ist oder dass man sieht, dass hier investiert wird in das Krankenhaus Güssing, dass jetzt dann immer wieder dieses Wiederholen und dieses, ich sage, kalten Kaffee aufwärmen Bestand des Krankenhauses Güssing ist gefährdet. Ich finde es nicht richtig, dass man den Menschen hier versucht, immer wieder Angst zu machen, vor allem den Menschen unserer Region oder älteren Menschen einzureden, naja, jetzt wird das Krankenhaus Güssing gesperrt, diese Geschichte höre ich schon seit Jahren und mir fehlt jetzt der Glaube, weil sie das nie bewahrheitet, dass es Umstrukturierungsmaßnahmen gibt, das ist ja klar, das gibt es auch in anderen Bundesländern, da gibt es das große Krankenhaus Feldbach und dann wird Fürstenfeld und Bad Radkersburg auch mit Spezialdingen und eigenen Abteilungen sozusagen ist gewährleistet, dass diese Standorte bleiben, wenn ich nur an die Onkologie in Fürstenfeld denke und so weiter, das ist eine Spezialisierung für diesen Standort, der Herstandort. Das heißt, ich verwehre mich eigentlich ganz, ganz vehement dagegen, dass man hier versucht, Menschen Ängste zu machen wegen des Krankenhauses. Es ist bis jetzt nicht zugesperrt worden, es gibt eine Garantieerklärung dafür und es wird auch in Zukunft nicht zugesperrt
werden. Das ist die feste Meinung, glaube ich, meiner Partei und auch in erster Linie von mir. Das ist mir wichtig zu sagen und ich verwehre mich gegen diese parteipolitischen Spielchen, um hier wieder im Gespräch zu sein. Ist wurscht, wie auffallen um jeden Preis und wenn es negativ ist. Ich glaube, das ist keine seriöse Arbeit für die Menschen unserer Region. Das Zweite, was hier natürlich auch zur Diskussion schon einige Zeit steht, ist diese Absichtserklärung des Landeshauptmanns in der Regierungserklärung, dass er hier in Güssing ein Kulturzentrum errichten wird. Da geht es jetzt um die Burg oder Kulturzentrum, wo die Bevölkerung aufgerufen sein wird, darüber abzustimmen, weil wir dürfen eines nicht vergessen. Das Kulturzentrum, das damals gebaut wurde, ist für den Bezirk gebaut worden, für die Region. Das ist nicht nur für die Stadt Güssing gebaut worden, sondern es war die Intention damals unter Gerald Mader, dieses Kulturzentrum für verschiedenste Vereine zu errichten, die hier, sich hier präsentieren könnten. Es hat die Theatergruppe Ohlersdorf einige Male gespielt und andere Dinge auch, also ein Kulturzentrum für die Region. Und die Burg ist natürlich... Die Burg war immer ein Ausflugsziel mit den Museen, die dort vorhanden waren, hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren auch zu einer Hochzeitslocation entwickelt, die hoffentlich bald wieder losfahren können mit diesen Hochzeiten. Und das ist noch dazugekommen für die Burg. Und jetzt wird seitens des Landes werden Pläne vorgelegt werden, über die dann die Menschen des Bezirkes abstimmen sollen, ob sie fürs Kulturzentrum sind oder für den Vorschlag, die zum Thema Burg einlangen werden. Und es wird die Entscheidung der Bevölkerung sein. Für mich als Bürgermeister ist es wichtig, dass das in Güssing stattfindet. Weil wenn ich den Bezirk Jennersdorf hernehme, die haben in Jennersdorf, in der Bezirksvorort ist nichts. Das Kulturzentrum ist das Schloss Tabor. Bezirk Oberwart ist das Kulturzentrum in Oberschützen. Es ist wichtig für uns, dass das in Güssing stattfindet, dass hier ein zweistelliger hoher Millionenbetrag höchstwahrscheinlich investiert wird, das natürlich auch für die regionale Wirtschaft wichtig ist, genauso wie unsere Schulbauten oder unsere Umbauten und Sanierungsarbeiten in der neuen Mittelschule. Es geht hier um die lokale Wirtschaft, die hier ihre Aufträge bekommen kann, die sie nach dieser Pandemie natürlich noch viel, viel mehr brauchen wird. Die Gemeinden werden sicher gefordert sein, alle nach bestmöglich hier zu investieren, damit wir die Wirtschaft wieder in Schwung halten können. Die Grundlagen für diese Entscheidung Burg oder Kutz werden derzeit erarbeitet und werden dann natürlich, glaube ich, vom Land dementsprechend auch präsentiert werden, damit sich die Menschen in der Region oder im Bezirk Güssing ein Bild davon machen können, was sind die zwei Dinge, über die wir abstimmen dürfen in einer Volksbefragung, wie sie, glaube ich, noch nicht stattgefunden hat. Historisch sicher eine sehr interessante Sache. Das so im Großen und Ganzen, was mich oder was uns in der Stadtgemeinde bewegt, was wir noch auf die Reihe bringen wollen. Wir sind dabei, wir haben uns vor der letzten Gemeinderatswahl natürlich ein Wahlprogramm erstellt, dieses Wahlprogramm an die Menschen hinausgetragen. Wir sind dabei, dieses Wahlprogramm, das wir entwickelt haben, hier Schritt für Schritt abzubauen. Ist nur ein Teil, was ich hier gesagt habe, wenn ich noch einige Dinge dazu nennen darf. Wenn man die Erschließung in Grottendorf anschaut oder Ludwigsow, wo wir Aufschließungsgebiete haben, wo derzeit 10, 12 Einfamilienhäuser entstehen, dann ist das etwas Tolles für uns, weil junge Menschen zuziehen. Wir brauchen jeden Zuzug. Wir kämpfen natürlich mit der Bevölkerungsentwicklung, die wir momentan stabilisiert haben. Dann geht es wieder ein bisschen rauf, aber sie wird stabil gehalten. Und da ist es wichtig, dass man eben auch solche Dinge macht, wie Infrastruktureinrichtungen für Einfamilienhausbau. Es ist im Wohnungsbau auch viel unterwegs. Die alte Bürgerschule ist derzeit in Umbau, kann man sich ein Bild davon machen, soll nächstes Jahr fertig werden, dieser OSG-Bau, wo Wohnungen errichtet werden, eventuell eine Arztpraxis und Rettet das Kind im obersten Stock einziehen wird. Das heißt, in der Stadt, mitten in der Stadt Wohnraum zu schaffen, Büros zu schaffen, Ärzteordination zu schaffen, bringt Leute in die Stadt. Die Innenstadt ist damit belebt, was auch wichtig ist.
Und ich glaube, dass unsere Innenstadt sehr, sehr schön ist. Blumenschmuck im Sommer dürfte bekannt sein. Ich habe im vorigen Sommer die Chance gehabt, mit vielen Radfahrern zu sprechen, die aus auswärts gekommen sind. Und sie waren alle sehr begeistert von diesem tollen Innenstadtflair, das wir hier in Güssing haben. Gut, vielleicht noch einige Worte jetzt auch zu den zwei politischen Mitbewerbern in Stadtgemeinde Güssing. Ich fange mit der kleineren Gruppe an, das ist die FPÖ. Mit der FPÖ gibt es ein friktionsfreies Miteinander. In den meisten Fällen stimmt der Kollege Gmeindl unseren Vorschlägen zu. Natürlich gibt es das eine oder andere Mal, wo er dagegen ist. Der argumentiert aus seiner Sicht der Dinge sehr, sehr sachlich und ist nicht einer, der wirklich, sagen wir so, untergriffig oder angriffig ist, sondern er bewegt sich auf der sachlichen Ebene und das freut mich, dass man auch so Politik machen kann. Mit der anderen Fraktion, wird ja schon die meisten gemerkt haben, ist es ein bisschen spannender, um das so zu formulieren. Es ist die Geschichte aus dem Jahre 2017, das heißt, bei der konstituierenden Sitzung ist es schon losgegangen und ich glaube, es war in einem BVZ-Zitat, wenn ich richtig bin, wo er gemeint hat, das Wahlergebnis spricht für Opposition. Gut, nehmen wir zur Kenntnis. Opposition heißt, man kann Opposition machen, man kann aber auch fundamental Opposition machen. Für mich ist es irgendwie befremdend, dass man dann behauptet, dass sie nichts bekommen, keine Unterlagen. Es wird vor jeder Gemeinderatssitzung werden alle Unterlagen geliefert. Natürlich ist es in der Gemeinde so, dass die vorbereitenden Arbeiten vom Amtsleiter, vom Personal, vom Bürgermeister gemacht werden. Mit diesen vorbereitenden Dingen geht man in die Stadtratssitzung, in den Gemeinden draußen in die Vorstandssitzung. Dort ist der Raum, wo im kleinen Rahmen diskutiert werden kann, argumentiert werden kann, Vorschläge eingebracht werden. Das wäre schön, wenn es so wäre. Ist es aber leider nicht so. Es wird dort nicht viel diskutiert oder wenig diskutiert, wenig eingebracht. Das Einzige, was dann erfolgt, dass man wochenlang nachdenkt, was könnte ich jetzt wieder gegen, wo könnte ich wieder dagegen sein, welches Argument könnte ich bringen, dass ich nicht mitstimmen muss beim Projekt und so weiter. Diese Debatte haben wir jetzt, habe ich schon angedeutet, einmal im Bereich der Schule, Neubau. Ich möchte jetzt schon wirklich den Medien auch sagen, es hat einen Grundsatzbeschluss gegeben, auf dieser Liegenschaft zwischen Gymnasium und Hauptschule das neue Schulgebäude hinzustellen. Diesen Grundsatzbeschluss haben die SPÖ und die FPÖ gefasst. Die ÖVP hat sich enthalten. Und ihr wisst als Journalisten, Enthaltung ist in der Gemeindeordnung gleich Nein. Vom Architektenwettbewerb sind wir immer ausgegangen, ist auch durchgeführt worden. Es wurde dann auch die Rechtsberatung, die wir brauchen, wenn wir EU-weit ausschreiben, einstimmig beschlossen. Wir haben jetzt am Morgen eine Gemeinderatssitzung, wo ein Tagesordnungspunkt gefordert wurde, Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die neue Mittelschule und so weiter. Wir haben dieses Sanierungskonzept schon einmal beschlossen, haben in der vorigen Gemeinderatssitzung einen einstimmigen Beschluss gefasst mit den Zahlen dieses Sanierungskonzeptes um Aufnahme in das Schulbauprogramm. Ich hinterfrage, ich stimme zu, Aufnahme in Schulbauprogramm mit den Zahlen und jetzt kriege ich einen Tagesordnungspunkt, Erstellung eines Sanierungskonzeptes. Das ist schon erledigt. Zweimal beschlossen, das ist halt Politik, wie ich sie nicht verstehe. Und ich glaube, dass es hier auch einige Dinge gibt in den eigenen Reihen der ÖVP. Es haben schon zwei Stadträte den Stadtrat verlassen. Der Hofmann Michael war es der Erste, jetzt ist der Kollege Hofbauer ausgeschieden.
hat mich befremdet, dass er einer jener Politiker war, der erste, der mir bekannt ist, der der anderen Partei die Schuld gegeben hat, dass er ausgeschieden ist. Das war noch nicht so in der Geschichte. Vielleicht musste er sich vor seinen Wählern rechtfertigen, die ihn vielleicht auch gefragt haben, warum. Einen Teil kann ich mir schon denken. Er ist Volksschullehrer, der weiß, wie eine Schule ausschaut, der weiß, wie andere Schulen ausschauen. Und in der Jury für den Neubau sitzt der Herr Vizebürgermeister und nicht der Kollege, der Fachmann wäre. Das nur zur Mitarbeit. Außerdem steht jedem Gemeinderat frei und jedem Stadtrat, dass er hier anruft, hier vorspricht, das ist das Recht, hat er jeder, vor der Gemeinderatssitzung zu informieren. Können auch mich anrufen, ist kein Problem, wenn wir Auskunft geben. Und was man noch so, was vielleicht die Bevölkerung draußen jetzt noch nicht so weiß, dass in diesen 3,5 Jahren, seit diese neue ÖVP-Riege hier in Güssing im Gemeinderat sitzt, auch im Bereich der ÖVP ein Rücktritt den anderen folgt. Es haben mittlerweile schon 22 ihr Mandat zurückgelegt oder überhaupt nicht angenommen. Und wenn dann eine 39er Stelle gereihte Kandidat dann in den Gemeinderat einzieht, wenn sie 11 Mandate haben, dann ist das auch ein bestimmtes Bild, das man sich machen kann und Gedanken darüber machen. Aber das ist jetzt nur eine kleine Sicht meinerseits zu den Dingen, die hier in der ÖVP passiert sind. Ist ihre Sache, jeder hat, auch andere sind zurückgetreten aus persönlichen Gründen, aus gesundheitlichen, ist okay, nimmt man zur Kenntnis, jeder hat seine Gründe, warum er es macht. Ist es so. Gut, aber nichtsdestotrotz, was ich schon eingangs gesagt habe, wir werden uns hier nicht beirren lassen. Wir sind gewählt, um für Güssing zu arbeiten. Das wollen die Menschen von uns. Wir sollten uns alle miteinander anstrengen. Es wird schwierig in den nächsten Jahren natürlich, weil die finanziellen Mittel vielleicht auch nicht von den Ertragsanteilen so kommen werden. Das verspüren alle Gemeinden, auch wenn es die einen oder anderen vielleicht noch nicht so laut sagen, weil sie sich nicht sagen trauen. Ich sage es aber, dass die Ertragsanteile halt zurückgegangen sind durch die Kurzarbeit, Kommunalsteuerausfälle und so weiter. Aber man muss halt dann Prioritäten setzen in einem Budget und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und das werden wir weiterhin tun. Wir werden unsere sachliche Arbeit weitermachen. Ich glaube, wir können sehr, sehr viel den Menschen zeigen. Natürlich muss man sich immer wieder auch daran erinnern, was wir gemacht haben. Das ist auch unsere Aufgabe als Gemeinderat. Und wir werden diese Kraft für das Miteinander mit den Güssinger Bürgern verwenden und natürlich keine Kraft ins Gegeneinander setzen. Das ist mein Lebensstil. Ich wurde so erzogen, ich wurde so sozialisiert, dass man miteinander reden soll in einem normalen Ton und nicht immer alles auf die große Glocke hängen muss. Man kann schon seine Flucht in die Medien suchen oder auch in Fotografien und Fotos, die Fotosucht entwickeln. Das wisst ihr alle, das ist nie mein Stil gewesen. Ich wurde schon von einer Kollegin hier einmal ein bisschen dahingehend angesprochen und gesagt, dass ich manchmal zu drucken bin und nicht die Wahrheit, nicht alles sage. Es ist mein Stil, aber ich bin dafür, dass man nicht ungelegte Eier ausbrütet, sondern die Eier sollten brütereif sein, fertig sein und wenn sie ausgeschlüpft sind, dann kann man diese Dinge präsentieren und ich bin nicht einer, der 15 Mal einen Spotenstich macht. Ich bin lieber dafür, wenn er gemacht wird, dann gehört gebaut und wenn es fertig ist, dann stellt man es vor. Und wir richten auch unsere Bauvorhaben nicht nach irgendwelchen Terminen bei Gemeinderatswahlen, dass ich dann große Öffnung machen kann, sondern so, wie es sich ausgeht, finanziell, so wird das zu Ende geführt und dann wird es alles perfekt sein und in Ordnung sein. Ich brauche nicht jemanden treiben, dass das schneller fertig ist, weil es einen Wohltermin gibt. Das ist nicht mein Stil und glaube nicht unser Stil. Wir haben das, glaube ich, bewiesen, dass wir für die nicht nur für die Stadt was tun, sondern wir haben ja 8 Ortsteile, das ist ja auch nicht so ohne seitens der Infrastruktur. Wir haben 140 Kilometer Güterwege und Gemeindestraßen, die muss man auch erhalten. Was dann ist genügend noch zu tun. Wisst dafür ist auch sehr viel passiert. Wir sind derzeit dabei, im Ortsteil Langzahl natürlich die Straße, die es eigentlich noch nicht so gegeben hat,
wie wir es jetzt anfangen zum Umsetzen, gleichzeitig natürlich auch hier das Straßenlicht mitzuziehen, denn wenn Sie in einem Ortsteil im 21. Jahrhundert noch kein Straßenlicht teilweise gehabt hast, dann wird es, glaube ich, an der Zeit, das zu machen. Gut, danke für die Aufmerksamkeit. Das war jetzt mein Input.